Ja, servus Leute und ein herzliches Willkommen. Im letzten Video hat sich ein Zuschauer gewünscht, ich soll doch mal nicht nur immer das Mistverfahren zeigen, sondern auch mal das Ausmisten vom Stall selber. Bei mir ist es jetzt aktuell gerade Samstag, das Video kam gestern, kam auch der Kommentar dazu. Und da habe ich mir gedacht, naja, Samstag mache ich sowieso meinen Stall. Zumindest einmal den Pferdestall hinten gründlich sauber. Die Schweine sind nächstes Wochenende dann wieder dran. Da wird bloß vorne ein bisschen der grobe Dreck rausgeräumt und frisches Einstreu rein. Das geht nochmal eine Woche. Aber bei den Pferden ist es so, muss ich wirklich jede Woche einmal komplett ausmisten und jeden Tag halt dann den gröbsten Mist weg. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das hier ausschaut, wenn ich immer runterkomme. Ich habe schon mal einen kleinen Weg hier reingeschoren, dass man überhaupt laufen kann. Also es ist eine Nacht immer. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, der macht da wochenlang gar nichts. So schaut es immer nach einer Nacht aus. Ja, meine Pferde nutzen hier vorne das Eck immer zum Kacken. Immer in dieser Ecke, wo du zu der Tür hier reinkommst. Gleich linke Hand daneben, Riesenberg. Eine Nacht, wie gesagt, das ist nur von Freitag auf Samstag gewesen. Gestern habe ich hier sauber gemacht, heute schaut schon wieder so aus. Typisch. Was dann immer eine Woche drin bleibt, das ist normalerweise das. Da kommt immer eine dicke Strohschicht wieder drauf, das sieht man ja, ist ein Haufen Stroh mit drin. Da ist auch noch teilweise richtig schön trockenes Stroh. Ja, da kommt immer eine dicke Schicht Stroh drauf, die Scheiße selber wird rausgeräumt. Und dann passt es immer für die Woche. Und einmal die Woche mal, wie gesagt, gründlich sauber. Und im Sommer dann natürlich öfter, weil im Sommer durch die hohen Temperaturen. Erstens brauche ich da keine Mistmatratze unten drunter, die einfach ein bisschen isoliert vom kalten Betonboden. Und zweitens durch die Wärme hätte man dann ganz schnell immer hier drin einen Haufen Fliegen. Und natürlich einen ekelhaften Ammoniakgeruch, ist ganz klar. Ja, wir machen jetzt auf alle Fälle hier mal sauber. Das misst mal aus und ich wünsche euch dabei viel Spaß.
zwischendurch dürfen auch Schmuseeinheiten sein. Die Hanna. Die Große. Ja, möchtest du was sagen? Schmutzi. Und die zwei Gasen sind auch mit da. Der Mäcki. Der hat mich letztens geeichert. Ich hab da Hausen gekehrt. Ja, puffte mich von hinten an. Rotzlöffel. Alles gut. Oh, du bist eine Schöne. Ja, ich möchte Bussi geben. So ist er. Ja, das ist gut, sonst waren wir nicht fertig, ne? Gut, machen wir weiter. So, und damit wäre der Stall dann innen und außen wieder sauber. So schaut das Ganze jetzt aus. Der Boden ist natürlich noch feucht, ist ganz klar. Wir haben draußen jetzt aktuell nicht das Wetter, dass es so schön ablüften geht. Das ist einfach so. Und ja, ich kann jetzt da nicht 5 Stunden warten, dass es vielleicht hier mal durchgetrocknet ist. Deswegen kommt jetzt gleich wieder Stroh und Heu rein. Dicke Schicht Stroh als Einstreu. Und ja, dann ist wieder gut. Außenstall habe ich auch sauber. Da ist auch wieder akkurat geputzt. Den mache ich normalerweise jeden Tag mit. Ja, eben damit man schön laufen kann. Eben damit sie nicht ständig durch die Scheiße müssen. Aber hier innen lasse ich immer eine Mistschicht liegen. Damit sie eben nicht auf dem ganz kalten Boden liegen. So, und Jockel, du bleibst hinten. Du gehst jetzt nicht raus. Und du gehst auch nicht raus, Hanna. Ihr kriegt.
dann nehmen wir den Stall fertig. Wir haben jetzt hier drin eine schöne Schicht Stroh und Heu. Das Heu ist zum Fressen da, der Stroh natürlich zum Draufliegen. Ich habe in der Heuraufe hier drüben Heu. Da können sie was fressen. Draußen im offenen Stall steht das Wasser. Einmal die Badewanne mit ihren 250 Liter. Und die zwei Mörtelwannen jeweils 60 Liter. Ja, ist wie gesagt schon ein bisschen was verbraucht, habe ich gestern aufgefüllt, aber das macht ja nichts. Dafür ist das Wasser ja da. Ja, dann haben wir das hier hinten schon wieder. So viel zum Thema Stallarbeit. Stallarbeit ist gleich Handarbeit, ne? Wie es die Überschrift schon sagt. Ja, das ist halt bei uns, wir können hier nicht mit Maschinen rein. Es ist einfach kein Stall wie jetzt zum Beispiel ein moderner Kuhstall, wo du mit einem Hoflader reinfahren kannst oder was. Oder früher war hier draußen nicht einmal geplättelt, das war hier Erdboden. Hier war Parkplatz früher vom Miststreuer. Und ja, der stand normal hier drin. Dann haben wir am Anfang immer Stroh hier innen eingestreut für die Pferde und für die, für den Esel und für die Gasen. Ja, und irgendwann haben wir dann geplättelt, weil das einfach eine Riesensauerei war. Du hast hier drinnen dann eine meterdicke Schicht gehabt. Was heißt meterdick? Es waren halt 30 cm Mist und dann musstest du mit einem Mini-Bagger rein und musstest alles rausbaggern. Ein Mordsaufwand, das hast du einmal im Jahr gemacht und dann immer bloß wieder Stroh drauf und Stroh drauf. Schön war es nicht. Deswegen haben wir es dann irgendwann geplättelt. Schöner wäre natürlich eine vollkommene Betonplatte. Da hättest du noch weniger Probleme mit den Schaben. Weil ich meine, die Platten, die setzen sich auch über die Zeit, wie man sieht. Und da hat man natürlich dann mit der Stoßscharre ein wenig Probleme, bleibt dran hängen, aber es geht auch. Auf alle Fälle bedeutsam einfacher wie damals. Hier draußen kehre ich sowieso jeden Tag. Und hier drinnen, also da wo jetzt kein Stroh liegt, das ist auch meine tägliche Arbeit, die wird rausgeräumt. Und die Schicht da, die wird dann quasi alle Woche einmal komplett rausgeräumt und dann ist gut. So, das war's jetzt. Ich verfahre jetzt nochmal Mist, da nehme ich euch dieses Mal nicht mit. Da lassen wir mal was anderes, haben wir jetzt immer nur Mist verfahren, das stimmt schon. Und ja, anschließend muss ich da noch ein bisschen Heu rauf tun. Sonst muss ich es morgen am Sonntag mit der Schubkarre machen. Das will ich auch nicht und das Wetter passt gerade. Ja, und mein Futter muss ich da noch holen. Und dann ist eigentlich schon wieder gut. Da muss ich noch zu den Schweinen und zu den Hühnern. Und dann habe ich Feierabend für heute. So, ein bisschen Heu habe ich auch rauf. Und zwar VH von Hand. Das geht auch. Sind mal wieder 15 Ballen. Damit komme ich gleich wieder ein bisschen hin. Reicht immer so, ja, eineinhalb Wochen in etwa die Menge. Ja, weil ich gesagt habe, von Hand. Der ein oder andere glaubt es vielleicht nicht. Doch, einfach mit der großen Schubkarre hier. Da passen immer 4-5 Ballen drauf. Und rauf damit und rein und fertig. Ja, geht recht zügig normalerweise. Alternative wäre gewesen mit dem Kipper, aber nachdem es recht windig ist, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt mitkriegt. Und da unten am Stoddel, wie so ein richtiger Windkanal ist, wollte ich nicht beide Tore aufmachen. Das kann unter Umständen passieren, das ist schon mal passiert, dass das Tor dann mit Gewalt zufliegt. Und wenn dann der Bulldog vorne am Kipper dran hängt und da knallt das Ding drauf, ist es weder gut für den Bulldog noch ist es gut fürs Tor. Ja, am Bulldog gibt es Kratzer und das Tor kann unter Umständen zerspringen und dann habe ich keins mehr. Und diese Windböen, wenn immer in der Stoddel reingehen, vertraue ich auch immer nicht. Ist doch einmal ein wenig ein heftigerer dabei, kann sein, dass das Dach davon fliegt. Hat es auch schon gegeben. Also bei Orkan sollte man die großen Tore nicht öffnen. Durch die kleinen Türen kannst du rein, aber durch die großen, da wenn da nochmal richtige Böen reinzieht, da hast du ein paar Dachziegeln weniger. Ist so. Ja, ich räume jetzt die Schubkarre auf, fahre dann mein Auto hoch. Es fängt jetzt das Regnen an. Ich glaube, da kommt was. Es hat sich jetzt auch gewaltig verfinstert. Vorhin war die Sonne so schön raus. Jetzt wird es richtig, ja, trüb und feucht. Und ja, dann hole ich erst einmal das Futter. Und dann ist, wie gesagt, für heute Feierabend. So Leute, wir haben Samstagabend, sag ich, Sonntagabend mittlerweile. Ja, heute ist nicht viel passiert. Wir waren hauptsächlich drinnen. Wir haben heute gescheiten Sturm. Frühjahrssturm halt. Der ein oder andere nennt es Orkan, ich nenne es einfach nur Frühjahrssturm, weil was anderes ist es nicht. Ja, es pfeift immer mal der Wind kräftig hier durch, teilweise aus der Böen, also zumindest laut Radio 110 bis 120 Stundenkilometer.
Ja, also Scheunentore oder so sollte man heute natürlich nicht offen lassen, die würden davon fliegen. Ja, im Moment geht's eigentlich, ist gar nicht so windig. Meine Bäume, wenn man sich mal so anguckt, ja, es weht schon ein bisschen. Aber wie gesagt, da sind ein paar kräftige Böen dabei. Also da haut es einen als gestandenes Monsbilder fast schon aus den Schuh. Ja, man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Ja, hier sieht man mal wieder, typisch für die Landwirtschaft, bei uns ruht die Arbeit nie. Du hast zwar schlechtes Wetter, du hast dann auch einmal einen gescheiten Wind, einen gescheiten Sturm oder was. Aber das ist lang kein Grund für uns, dann nur in die Wohnung zu setzen und auszuruhen. Sondern selbstverständlich stehst du auch bei dem Wetter draußen und machst deine Viecher, kümmerst dich um sie. Ich meine, ich habe jetzt keine Rindviecher da haben, ich habe bloß die Pferde, ich habe die Schweine, die Hühner. Ich bin kein Großbetrieb, aber egal welcher Landwirt, sobald du Tierhaltung hast, bist du draußen, hast du immer was zu machen. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, also von wegen hier die tollen, ach so reichen Landwirte, die ständig in den Urlaub gehen, gerade als Kleinbetrieb, wenn du keine Angestellten hast, gehst du nicht in einen Urlaub, dann arbeitest du das ganze Jahr. Damit will ich auch mal wieder zeigen, also klar gibt es Betriebe, die haben meinetwegen dann 20 Angestellte vielleicht noch und da geht der Chef dann, weil er so viel Geld verdient und kriegt dann gänger die 3 Millionen einen Urlaub oder was. Aber ich sage mal, das sind vielleicht 2% von den Landwirten in ganz Deutschland. Und der Rest, ja, die haben nicht viel Urlaub, die haben ihre Arbeit und wenn du keine Angestellten hast oder wenn du in der Familie keinen hast, der die Arbeit für dich übernimmt, ganz klar, dann wird halt nichts passieren, ne? Dann bleibst du daheim und dann machst du deine Arbeit. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen windig, aber wir gehen das ganze Jahr über raus. Bei dem Wind muss natürlich dann öfters einmal der Zaun kontrolliert werden. Der steht aber soweit noch ganz gut da. Weil ich meine, wenn das Laub reindrückt in den Zaun, dann kann es mal ganz schnell sein. Den drückt es da um. Ja, wenn sie nicht aufpassen, dann kannst du Pferde einfangen oder Ziegen einfangen. Alles schon gehabt. Und da bist du halt dann öfters einmal draußen. Aber sonst, wie gesagt, habe ich es heute auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Man muss ja nicht jeden Tag mal lochen, wie ein Blöder. Gestern war der Stall ausgemistet. Bei den Schweine und Hühner habe ich unten das Gröbste mit raus, habe es mit auf die Lore und habe frisch Stroh eingestreut. Ja, Wasser haben die gekriegt. Der Leo hat Wasser gekriegt und damit wäre die Arbeit dann durch. Ja. Und hier im Stall habe ich jetzt soweit auch zusammengekehrt. Also, was ich immer hier drinnen lasse, wo jetzt dann wieder frisches Stroh draufkommt, habe ich ja gesagt, ist dann immer die Schicht. Man sieht, die Scheiße ist jetzt raus, der größte Teil. Das, was da ist, das ist feuchtes Stroh. Ist aber teilweise noch Trockenanteil dabei. Deswegen bleibt es drin, da kommt jetzt wieder eine Schicht drauf. Und das bildet dann diese Mistmatratze, die ich gestern gehabt habe. Ja, und die, wenn einmal die Woche rauskommt, dann habe ich keine Probleme mit irgendwelchen Krankheiten, die die Tiere kriegen können. Und habe aber gleichzeitig ein bisschen wie so eine Art Isomatte unterm Stroh, dass die nicht komplett auf dem kalten Betonboden liegen, sondern eben ein bisschen Stroh drunter haben. Ja, so funktioniert das Ganze. Nur für die, die jetzt vielleicht meinen, was ich da nicht erzählt habe. Wäsch Mann, die Lore habe ich gestern ausgeleert, jetzt ist er halb voll. Nach einer Nacht. Gut, da kommt der Mist für die Schweine dazu. Also wäre es ein Viertel Lore, was ich da quasi in etwa immer raushol, wenn ich hier drin einmal zusammenkratze. Das ist halt jetzt das Wetter. Die Pferde stehen auch am liebsten bei dem Wetter drin. Und ja, dann machen die natürlich auch ständig drin. Deswegen hast du natürlich hier öfters auszuräumen. Gut, ich mache jetzt gar fertig. Und dann war es das für den Sonntag auch schon wieder. So, und da haben wir schon wieder dann Montagabend. Ja, ich habe heute wieder ganz normal gearbeitet. Am Wochenende kam kein Livestream, mir ging es nicht so gut. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt hört, aber ich bin ein bisschen verschleimt und gescheit verschnupft. Ja, und da habe ich gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Da bin ich lieber ein wenig eher ins Bett. Es macht sich nicht unbedingt so gut, wenn ich auf der neuen Arbeit gleich ausfall. Deswegen habe ich gedacht, lieber eher ins Bett und mal keinen Livestream. Ja, was ist heute passiert? Ich bin heimgekommen von der Arbeit, habe dann erst einmal ganz normal meine Stelle gemacht. Erst bei die Schweine und Hühner, dann die Hunde versorgt. Anschließend hinter zu die Pferde, da habe ich es mir so gemacht wie gestern, also alles rausgeräumt und scheiße, was vorne dran lag. Frisch eingestreut, Futter rein, fertig. Was Wasser hinten ist, ja, das sind jetzt noch 1,5 Mattelwannen, die reichen noch bis morgen, da komme ich noch gut hin.
bleibt theoretisch sogar was übrig davon. Und das kann ich dann morgen auffüllen. Ansonsten, ja, ganz normal, wie gehabt, die Arbeit. Futtertechnisch habe ich noch irgendwas dastehen. Heutechnisch, falls sich da jemand dafür interessiert, also ich habe noch genug, ich habe noch 12 große Rundballen Heu. Sind 12 Rundballen mit 500 Kilo, 500, 600 Kilo kannst du sagen. Habe ich auf alle Fälle noch. Und kleine HD-Ballen habe ich auch noch einmal, ca. 100 Stück. Da komme ich noch hin und ich kriege ja immer noch zwei Kipperladungen voll vorne Bekannten. Und dann passt es. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Und dann noch auf eine Frage hin. Ich bin nämlich gefragt worden, ich habe doch letztes Jahr um die Zeit mal eine Spritze hergerichtet. Richtig, eine alte Rauchspritze. Wozu habe ich das eigentlich gemacht, wenn ich gar keine Spritzmittel fahre? Also, ich habe den Sachkundenachweis Pflanzenschutz gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht braucht man immer. Und es ist gut, wenn man in der Materie auch einmal ein wenig durchblickt. Wenn man dann wüsste, wie es richtig funktioniert. Aber ich brauche es nicht, weil der Unkrautdruck bei uns so gering ist, dass ich sage, es lohnt nicht. Ich fahre Spritzmittel aus und gebe mehr Geld dafür aus für die Spritzmittel und für den Sprit und mache Flurschaden dabei und fahre Pflanzen kaputt, als dass ich da davon wirklich einen Nutzfaktor hätte. Wirtschaftliche Schadschwelle, sage ich da bloß. Deswegen mache ich es nicht. Kunstdung ist dasselbe, mache ich nicht. Auf unserem Boden brauchen wir es nicht. Wenn wir im Herbst Mist gefahren haben, reicht das. Es ist Gehumusboden, es ist ein lehmiger Sandboden oder ein sandiger Lehmboden, oder wie du das nehmen willst. Aber der ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich müsste jetzt da den wunderbarsten so Kunstdung drauf tun. Es lohnt einfach nicht auf diese Fläche. Macht keinen Sinn. Die Ertragssteigerung, die du mit dem Kunstdung da noch hättest, die ist so gering, dass dann aber die Aufwandskosten viel zu groß. Rentiert nicht. Ja, warum habe ich dann die Spritze letztes Jahr gerichtet? Ja, wir haben ja eine Maschinenvereinigung, eine Jagdgenossenschaft. Und in dieser Jagdgenossenschaft haben mehrere Bauern zusammen einige Maschinen angeschafft und haben die gemeinsam im Besitz. Die stehen bei uns hinten in unserer Halle. Wir kriegen dafür Pachtgeld von der Jagdgenossenschaft, dass die die Maschinen einstellen können. Oder dass wir die Maschinen da reinstellen können. Da haben wir Holzspalte, die Spritze, Düngerstreue, Walze und halt lauter so Zeug. Und es steht da hinten drin und muss natürlich auch gewartet werden. Hast du ja automatisch. Die Pflanzenschutzspritze war letztes Jahr zum Beispiel dran mit TÜV, Spritzen-TÜV. Musste machen, ist Pflicht, alle 3 Jahre. Musste das Ding geprüft werden, sonst verliert sie die Gültigkeit, darf nicht mehr eingesetzt werden. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der sie nutzt. Es gibt ja auch noch andere. Ja, und nachdem ich den Sachkundenachweis frisch gemacht habe, haben sie gesagt, wenn ich Lust habe und weil ja mein Hof direkt dran ist an der Spritze und an der Jagdhalle, könnte ich ja die Spritze soweit übernehmen und könnte mich darum kümmern, dass sie immer gewartet ist, dass sie immer gereinigt ist und dass halt der TÜV gemacht wird. Und ich gesagt, naja gut, können wir machen. Ich mache sie einmal sauber, ich kümmere mich darum, dass TÜV draufkommt und ja. Ich schaue danach im Herbst immer, dass das Wasser abgelassen ist, dass nichts mehr drin ist, dass die Filter alle ausgebaut sind, die Düsen abgebaut sind und. Ja, das habe ich auch gemacht. Und wie gesagt, ich habe letztes Jahr dann die Spritze gründlich gereinigt, weil irgend so ein Saubauer hat sie halt direkt abgestellt. Es waren einige Dinge noch auszubessern und dran zu machen, habe ich natürlich auch mitgemacht. Und dann habe ich sie zum TÜV vorgefahren. Ja, die Videos, die habt ihr gesehen, braucht ihr ja nur mal reingucken. Dann seht ihr das. Und deswegen ist das eigentlich passiert. Klar habe ich im Hinterkopf gehabt, das kann ja sein, wenn ich gegen die Distel vorgehen will, vielleicht brauche ich sie selber mal. Letztes Jahr war Stilllegung auf der Fläche. Da hatten wir von der Distel, ja, es waren zwar Disteln drin gestanden, aber es hat nicht interessiert, weil es Stilllegung war. Da fährst du normal da nicht Pflanzenschutzmittel drauf. Und keine Unkrautbekämpfung machst auch nicht. Keine Herbizide. Und dann habe ich gesagt, na, da lohnt sich's nicht. Und heuer, ich bin einmal durch den Bestand ein wenig durchgelaufen. Also disteltechnisch ist relativ gering. Klar, es kann noch ein bisschen was hochkommen, wenn es jetzt wärmer wird, aber es lohnt, wie gesagt, nicht. Ja, wie gesagt, dafür habe ich die gemacht. Dafür habe ich das Ding hergerichtet. Und nicht, weil ich jetzt da der Wunder war, was an Pflanzenschutzmitteln rausfahren will oder
Quatsch. Also wie gesagt, das ist wirklich nur für den TÜV. Das ist wirklich nur die Wartung von den Maschinen. Wir haben die Werkstatt gleich hier. Die Geräte stehen dann direkt in der Halle, wo sie rein können und nicht bei irgendjemandem irgendwo draußen. Den Schlüssel müssen die Leute sich sowieso bei uns abholen dazu, damit kein Fremder an die Maschine nachkommt. Ja, und deswegen, wie gesagt, steht das Ding da, wo es steht. So viel dazu. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wegen die Flächen noch einmal. Also aktuell die Flächen, die wo ich habe, das sind zwei Wiesen. Das ist eine unten am Bahndamm. Also wenn man in die Richtung da guckt, hinter die Häuser, unten ist der Bahndamm. Da ist die eine Wiese. Und die eine Wiese querfeldein ein dann über, ist meine. Das Feld unten drunter da, der ist natürlich unersch. Und dann haben wir das Feld in Petzmannsberg draußen und die Fläche hier am Hof. Das Feld in Petzmannsberg, habe ich jetzt schon zum wiederholten Mal gesagt, ist immer noch verpachtet. Das ist Stilllegung. Wir haben es quasi noch nicht zurück, erst im Herbst. Es ist aktuell Stilllegung drauf, es kann nichts dran bewirtschaftet werden, es ist als Stilllegung angemeldet, deswegen gehört es uns quasi erst wieder im Herbst. Vorher kriege ich es nicht. Und die anderen Flächen, die habe ich wieder, aber auf denen geht es aktuell noch nicht los. Ja, so viel dazu. Dann ist es mittlerweile schon wieder 5:45. Ich mache mich jetzt dann auf den Weg rein. Ich werde mich jetzt nur mehr abwaschen. Dann gibt es Abendessen. Und dann geht schon wieder ans Video schneiden. Wird schon wieder Spätschicht. Da passiert heute dann wieder nicht mehr viel. Video schneiden und ins Bett gehen. Morgen früh um 7 geht dann schon wieder die Arbeit los. Das heißt, wir um 5:30 aufstehen und frühstücken und um 6:30 hier los und dann wieder bis 4 arbeiten. Ja, so schaut jetzt der aktuelle Tagesablauf aus, aber es funktioniert und es ist doch ganz gut so. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt was. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr wieder. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder ein bisschen Videomaterial habe. Und ja, bis dahin, ein Servus.